Der indische König wollte dem Erfinder des Schachspiels einen freien Wunsch erfüllen. Dieser wünschte lediglich ein Weizenkorn auf dem ersten Feld des Schachbretts, die doppelte Anzahl auf dem zweiten und so weiter. Frage: Wie viele Weizenkörner musste der Herrscher Indiens aufbringen? Also auf dem ersten Feld gehört ein Weizenkorn, auf dem zweiten zwei, auf dem dritten vier, auf dem vierten acht und immer so weiter, bis das Schachbrett vollständig mit Weizenkörnern belegt ist. Wir erkennen hier diese Zahlenfolge auf dem ersten Feld 1, auf dem zweiten Feld 2, dann 4, dann 8 und immer so weiter. Das ist eine geometrische Zahlenfolge, weil 1 mal 2 macht 2, mal 2 macht 4, mal 2 macht 8 und immer so weiter. Da das eine geometrische Zahlenfolge ist, haben wir diese Formel zur Verfügung und wir erkennen auch sofort, dass T1 1 ist und dass Q 2 ist. Wir suchen die gesamte Anzahl Weizenkörner. Also suchen wir 1 plus 2 plus 4 plus 8 und immer so weiter. Wir suchen also die Summe der 64 ersten Glieder dieser geometrischen Folge, da es ja auf dem Schachbrett 8 mal 8, also 64 Felder gibt. Wir werden dazu diese Formel einsetzen und in dieser Formel werden wir n da und da durch 64 ersetzen. Wir ersetzen T1 durch 1 und Q da und da durch 2. Somit erhalten wir als Summe der 64 ersten Glieder dieser Zahlenfolge diesen Bruch. Und dieser Bruch ergibt 2 hoch 64 minus 1. Das ist eine unvorstellbar große Zahl. Um uns trotzdem ein Bild von dieser gewaltigen Zahl Weizenkörner zu machen, stellen wir uns Folgendes vor. Wir packen all diese Weizenkörner in Zugwaggons. Zum Transport dieser Weizenkörner bräuchte man 9 Milliarden Eisenbahnwaggons. Das heißt, man bräuchte einen Zug, der 180 Millionen Kilometer lang wäre. Um uns das vorzustellen, diese Distanz ist länger als der Abstand zwischen Erde und Sonne. Der Abstand zwischen Erde und Sonne ist ungefähr 150 Millionen Kilometer und dieser Zug wäre länger. Unglaublich.